Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zum dritten Part zu Diablo 2 Resurrected auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Ja, wir sind ja hier angekommen in diesem unterirdischen Durchgang, den wir gesucht haben im letzten Part am Ende noch. Und hier machen wir natürlich direkt weiter, das heißt, weiter geht's mit unserem Totenbeschwörer Nobeldecker hier. Ja, dann schauen wir mal, oben links haben wir die Karte und wir müssen irgendwie hier durch zu diesem Kane. Ist ja die dritte Quest, die wir jetzt hier im dritten Part haben. Ja, im letzten Part haben wir die zweite Quest gemacht und im ersten natürlich die erste Quest und so. Ja, wenn ihr online mitzocken möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun, auch in zukünftigen Parts natürlich. Oha. Ich sehe gerade, er ist irgendwie so ein krasser Gegner hier, oder? Der eine. Der hat so einen lila den Namen. Okay, das geht ganz schnell. Und neue Gegner haben wir auch. Die sehen übrigens voll cool aus. Muss ich gerade sagen dazu, die Miss, wie heißt die, Missgeburten? Glaube ja, ne? Ne, Miss, nein. Ist jetzt nicht wahr, da sterben wir direkt hier. Das würde ich sagen, war gerade hart. Wir haben unseren Namen dort und so noch. Ja, müssen eigentlich den Weg wieder folgen. Oben beim Friedhof haben wir im letzten Part auch die beiden Dinger noch mitgemacht. Da. Ja, die Krypta und das Mausoleum und so. Es wurde natürlich schnell hin wegen, ja, meinem ganzen Gold und so. Ich kann doch nicht mal Söldner jetzt anheuern gerade. Das ist ärgerlich, das heißt schnell durch. Ja, wie gesagt, wenn ihr mitzocken möchtet in diesem oder, ja, weiteren Parts natürlich, könnt ihr das wie immer sehr, sehr gern machen natürlich. Wir werden auf jeden Fall noch weitere Parts hier online auf jeden Fall auch demnächst machen. Ja, hier in dem Part verfolgen wir natürlich erstmal die dritte Quest auf jeden Fall weiter. Ja, könnt natürlich auch gerne online zocken, auch dem... Ja, dritten Teil bin ich am überlegen, müssen wir mal schauen in Zukunft, dass wir vielleicht sogar auch so ein bisschen den dritten Teil, ja, demnächst auch starten, online zocken. Ist natürlich alles dann ein endloses Let's Play beim dritten Teil. Hier haben wir natürlich im Moment alles mit drin von Anfang an, die auch die Story und so. Ja, hier beim zweiten Teil natürlich mit Story. Ja, und online zocken, aber auch endloses Let's Play, da es natürlich auch online gezockt wird und immer wieder online gezockt werden kann. Konnten wir hier eigentlich noch irgendwo weiter? Ne, Feld der Steine so, ne, hier sind wir im Moment. Das heißt, nur diesen Portal hatten wir im Moment hier noch. Müssen wir ganz wieder hinrennen. Okay, ist natürlich auch nicht so schlimm. Machen wir natürlich gerne. Aber ich habe jetzt nur meine Fäuste im Moment und so. Keine Rüstung, nix. Alles bei meiner Leiche. Ich würde sagen, so schnell wie möglich hin. Ja, unsere Leiche holen, würde ich sagen. Da müssen wir nur hier oben durch, genau. Da haben wir den Weg ja im letzten Part am Ende entdeckt, hier durch. Und immer schön den Weg auf der Karte, wie wir sehen, weiter folgen. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon wieder da, ne? Wir rennen tut er gerade nicht, das Feld der Steine. Aber ist hier nicht auch irgendwo ein Portal? Weil wir sind hier beim Feld der Steine. Und ich konnte gerade zu keinem Portal rennen. Nicht porten oder so. Was ich gleich machen könnte, ich könnte ein eigenes Portal machen. Und dann schauen wir. Ja, wenn wir dann sterben, könnte ich mich dann wieder hinporten und so. Geh die ganzen Gegner lassen natürlich erstmal aus. Könnte man natürlich auch irgendwann noch killen und so, wenn man Bock drauf hat. Zum Leveln. Wie schnell einige von denen auch angerannt kommen gerade. So, erstmal wieder schnell rein in die Höhle. Und nein. Direkt Trank einnehmen. Das ist nicht wahr, oder? Das ist gerade ein Scherz, oder? Das heißt, wir müssen auch wieder hinrennen. Wie stark sind die denn? Wurde besiegt, Punkt, 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 steht unten noch. Das ist ja ärgerlich gerade. Die erste Stelle, die auf jeden Fall extrem hart ist. Ich wollte doch schnell meine Sachen einsacken in dem Sinne. Ja, müssen wir wieder durchs Blutmeer und so. Und einmal den Wegen folgen. Ja, wir brauchen unser Gold, unsere Rüstung und alles. Und ohne den ganzen Kram sind wir natürlich auch ohne Gold jetzt gerade hier wieder. Was sehr ärgerlich ist. Ich habe sogar noch einen Trank eingenommen. Hat aber gerade nicht mehr rechtzeitig geholfen irgendwie, oder? Zumindest kam mir das gerade so vor. Ja, das heißt, der Leute da hinten. Ah, da muss man dann wirklich schauen. Das ist echt schwierig. Oder ich schaue da in der Nähe. Ja, ich hätte draußen eigentlich Portal machen können. Müsste ich sonst gleich hier vorne, ja, ein bisschen mal da vorne. Sobald wir da bei dem Weg der Steine ankommen. Hier ist ja die kalte Ebene erstmal.
So, einmal rennen, wir haben wieder Ausdauer. Übrigens, ich hätte mich auch hierher porten können, ne? Habe ich gerade gesehen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, Ausdauer ist wieder voll. Das heißt, einmal schnell hoch. Dann hau ich gleich vorne ein Portal hin. Müssen wir zumindest die Strecke nicht latschen hier. Aber hier können wir auch noch ohne Ende Gegner killen, ne? Okay, das ist halt einmal weiter schnell. Noch ein bisschen weiter. Ja, mein Portal dann hier vorne, würde ich sagen, gleich einmal. Muss nur ZL drücken und A drücken gleich. Genau, hier das Feld der Steine. Also einmal schnell Portal aktivieren. Und sollten wir jetzt wieder sterben, brauchen wir nur diesen kurzen Weg hier ran. Okay, so weit ist der Weg jetzt auch nicht in dem Sinne, wenn man es so sieht. Oder halt Portal hier vorne gleich irgendwo machen. Je näher ich rankomme, ich würde sagen ZL halte ich einfach mal gedrückt. Ausdauer ist gerade leer. Jetzt aber wieder ein bisschen drin. Ich würde sonst sagen, hier schnell Portal nochmal aktivieren. Genau, dann sind wir eigentlich direkt hier und schnell rein. Hier einmal schnell alles einnehmen und gestorben. Okay, das Ärgerliche ist, die Gegner sind natürlich ganz schön stark dort an der Stelle. Aber jetzt können wir natürlich unser Portal nehmen. Wo ist das? Nicht das hier. Irgendwo ist es doch jetzt im Lager am Anfang, denke ich mir mal. So, wir haben es auf jeden Fall aufgestellt. Müssen wir es nur kurz suchen, wo war das hier? Oder war es unten? Ich glaube unten an der Ecke irgendwie da. Genau, da ist es. Das heißt, können wir direkt wieder hin. Das ist natürlich das Gute und ja, Portal würde ich sagen direkt wieder eröffnen. Hau hier mal ein bisschen Zauber mit drauf, die Gegner und so. Damit die alle mal so ein bisschen sterben hier, würde ich sagen. Auch am Eingang ist natürlich ärgerlich. Mit Fäusten kann ich natürlich trotzdem draufhauen hier noch. Und schauen, dass ich schon mal einen Trank einnehme. Ab hier muss ich sagen, wäre das schon ein bisschen schwieriger. Aber es gefällt mir. Ja, vor allem da drin gleich, da müssen wir aufpassen. Zauber ist natürlich gerade leer, ich sehe gerade. Trank direkt mit einnehmen. Und somit weiter drauf metzeln. Und erstmal hier so Busch die Gegner weghauen, oder? Übrigens mein Skelett einmal schnell beschwören, dass er auch noch mit drauf haut. Stimmt. Können wir auch in dem Sinne. Ein bisschen Mana auffüllen wieder. Ja, schön mal da drauf metzeln. Zumindest haben wir jetzt zumindest den Zauber und unser Skelett, was wir in den letzten Parts bekommen haben und so. Was natürlich sehr gut ist. Ja, Skelett schon mal sehr gut. Beste Arbeit. Wunderschöne und beste Arbeit, würde ich sagen. Okay, hier würde ich sagen, den einen da und so ein paar Gegner hier vorne noch beim Portal auf jeden Fall mit weghauen. Trank direkt immer einnehmen. Und natürlich Mana-Trank auch nochmal, würde ich sagen, oder? So oben einmal. Ah, oben auf dem Steuerkreuz. Geht er schlechter. Nervt er auch mal gerade, oder? Einmal Skelett neu beschwören. Brauche ja einmal Hilfe. So, geht doch. Nochmal Trank nehmen. Okay, dann können wir eigentlich sogar gleich rein hier. So, Skelett, komm her. Nochmal schnell neu beschwören. Und rein da. Okay, müssen wir schauen. Einmal schnell. Da ist mein Skelett. Das ist ja eine Leiche. Sehr gefährlich. Das sind sogar zwei Lila, ne, irgendwie sehe ich gerade. Auf jeden Fall habe ich anscheinend die meisten Sachen aufgenommen, sehe ich gerade. Keule habe ich wieder so. Leiche von Nobel auch aufnehmen. Mein Helm habe ich aber nicht mehr. Ah, sehr, sehr gefährlich. Wo ist mein Skelett? Mein Skelett ist weg. Die Gegner sind wirklich krass, muss ich sagen. Aber nochmal Zauber drauf. Ab hier muss ich mal schauen, aber mein Helm ist weg, bis mein Hut, den ich hatte. Sonst Gold, alles wieder aufgenommen. Ah, direkt nochmal einen Trank wieder schnell nehmen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen gefährlicher hier, die Gegner.
Ich habe nur kein Skelett mehr, dann müsste ich irgendwie erst beschwören aus einer Leiche und ich habe im Moment keine einzige Leiche in der Nähe. Das kloppe ich noch mal ein bisschen drauf. Ah, die sind so hart, ne? Trank direkt wieder einnehmen, ein bisschen draufhauen und wieder weg. Draufhauen, ah. Trank wieder einnehmen. Ich möchte jetzt nicht nochmal sterben. Aber einmal draußen zu, ich gehe mal kurz raus. Zum Glück unser Portal jetzt. Okay, kurz verschnaufen. Hier haben wir noch einen Gegner zum Beispiel. Können wir platt mal einmal schnell ein Skelett beschwören. Wenn wir zumindest ein Skelett wieder mit haben hier. Ja toll. Meine Keule habe ich. Ich habe die Sachen, sehe ich gerade, aber man. Die sind irgendwie abgenutzt, ne? Ich würde sagen, schnell wieder rein mit Skelett. Und ein Zauber drauf wieder. Haben sie das Skelett direkt platt gemacht? Das ist gerade mega ärgerlich. Oder ich renne weiter. Ich glaube, ich renne sonst erstmal weiter, oder? Wir sind überall so eine schweren Gegner, glaube ich. Oha. Das heißt, ab jetzt, ab diesem dritten Part, wird es, glaube ich, extrem schwierig. Wir haben ja alles mit aufgelevelt. Fertigkeitsbaum und dies und das. Müsste man hier schauen. Wir sollen ja nur durch diesen unterirdischen Gang hier irgendwie. Kann ich die dann killen? Wieso habe ich... Meine Keule ist auch nicht mehr möglich drin. Und ich sehe gerade, ich brauche Tränke. Ah, die Gegner hier werden ja immer schwerer. Ah nein, die zählen extrem viel Energie ab. Oha. Sogar mein Skelett haben sie eben so extrem schnell platt gemacht. Ich würde sagen, immer schön heilen und natürlich Zauber drauf. Zauber drauf. Und erstmal die Wege weiter erkunden. Hier geht es nicht weiter, okay. Das heißt, hier müssen wir weg. Ja, oben links sind wir die Karte, wie gesagt. Sehr gefährlich. Vor allem, wenn so viele kommen wie jetzt gerade. Energie direkt nochmal auffüllen. Ah, das ist natürlich nicht gut, wenn immer mehr kommen und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich sehe gerade Sackgasse. Ah, nein. Und die ganzen Untoten und hier kommen alle mit, oder wie? Nein, kann nicht sein. Schnell Trank einnehmen. Trank, Trank, Trank. Ich komme doch nicht weg. Ich hänge fest. Kann nicht sein. Das geht da ab hier. Das geht aber. Kann nicht sein. Und genau an der Stelle liegt jetzt meine Leiche. Aber wir haben zum Glück unser Portal da. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es ab hier so schwierig wird. Hier ist übrigens Truhe. Sehe ich gerade. Ich hatte mich ja gefragt in den letzten Parts, ob hier eine Truhe ist. Da hätten wir sogar eine, wo wir Sachen ja reinmachen können. Dann einmal wieder hin. Ja, wir müssen ja hier durch die Höhle. Aber ich kann mein Portal nicht machen im Moment. Das ist extrem ärgerlich gerade, weil wir müssen ja hier durch. Leiche ist jetzt da hinten links. Okay, Busch erkundet haben wir. Das ist heftig. Muss ich schauen. Meine Leiche lag hier oben links bei denen. Ja, super. Das ist gar nicht gut. Ich habe noch nicht mal Tränke oder so. Das heißt, eigentlich müssten wir hier jetzt normalerweise in dem Sinne ein bisschen leveln, oder? Gold ist jetzt auch alles da, ne? Mega ärgerlich. Weil ich kann jetzt noch nicht mal was kaufen oder so. Hier könnt ihr übrigens zum ersten Dingens hin. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig wird, da durchzukommen. Ja, nützt nichts. Müssen wir unser Gold und alles wieder haben. Super. Da renne ich dann wieder rein, bin gleich wieder tot oder wie? Übrigens, hier unten sind noch Wege. Oder ich versuche so durchzurennen, aber jetzt haben wir noch immer Rüstung. Hier war nicht aufgedeckt, aber ist anscheinend auch nichts. Ich schaue mal kurz unten. Da ist nämlich auf der Karte. Was nicht aufgedeckt hier. Und da geht es sogar noch durch. Okay. Schauen wir mal kurz. Gar nicht wirklich viel, würde ich jetzt sagen, oder?
Außer einige Gegner. Digga, wir haben sogar fast Level up. Hau mal auf einen drauf. Warum ein paar in dem Sinne. Ja, kann sein, dass wir hier leveln müssen sogar erst, um da weiterzukommen. Aber mein Gold. Mein wunderschönes, schönes Gold. Skelett aber beschwört. Ja, und übrigens Stufenaufstieg sehe ich gerade. Aber das sind Gegner in der Nähe, ne? Okay, Charakter würde ich mal schauen kurz. Also Vitalität könnte ich noch ein bisschen hoch machen. Und Energie auf jeden Fall, würde ich sagen. Machen wir erstmal auf Energie. Jetzt haben wir 31 und 70 Leben im Moment. Ja, man muss natürlich auch dementsprechend leveln. Aber da das ist so Hardware dort. Ja, hätte ich nicht gedacht, wir haben ja so viel Gegner platt gemacht. Aber im letzten Part beim Friedhof noch die beiden, ja, die Krypta und so mitgenommen. Das Mausoleum einmal mitgenommen und so. Dann wäre das da so extrem hart, aber okay. Ich würde sagen, spätestens ab dem nächsten Part werden wir natürlich auf jeden Fall mal online zocken, da wir jetzt die ersten drei Parts noch nicht so online gezockt haben und so. Ja, wir können natürlich gerne online zocken, wenn jemand mitzocken möchte, könnte es sehr, sehr gerne sogar machen. Dann würde ich natürlich direkt Internet aktivieren, Online-Verbindung und so im Game. Aber spätestens im nächsten würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall mal ein bisschen online. Und rennen hier so ein bisschen gemeinsam rum, oder? Ich habe keine Ahnung, ob noch viele Leute das spielen. Aber es ist ja zum Glück auch plattformübergreifend. Das heißt, Spieler von einer anderen Plattform können natürlich auch mitspielen und so. Dann sage ich hier erstmal durch. Aber wir haben auch keine Tränke mehr im Moment, ne? Oh, er kommt noch hinterher, aber hier sind wir gerade in Sicherheit, okay. Ich würde sagen, hier schaue ich mal kurz. Ne, Tränke nur, Mana-Tränke und so. Ach, sehr, sehr, sehr ärgerlich, würde ich jetzt sagen, oder? Ich glaube, sobald ein einziger Gegner kommt, kill ich den erstmal. Und Skelett rennt schon vor, klar. Aber hat ihn hier gekillt, ich würde sagen, hier auf die. Hauen wir mal mit drauf und auch gekillt. Okay, hier ist noch einer. Skelett haupt drauf. Ich würde sagen, ich hau von hinten. Yes. Muss auf die Energie achten. Und aber noch eine Axt. Irgendwie Axt. Ja, jetzt habe ich sogar Axt in der Hand. Okay. Aber sehr, sehr viele Gegner natürlich wieder. Aber ich könnte sie alle einmal runterlocken irgendwie. Nein, nicht, dass ich gleich wieder festback hier. Och nö. Aber wir müssen alle mal ein bisschen mit runter hier. Ich kann mich doch nicht mal heilen, ne? Oh. Ich glaube, wir sollten gleich ein bisschen leveln erstmal. Ja, da ist nämlich mein Nobel und... Nein. Ist nicht wahr. Ihr seid gestorben. Drückt Plus zum Fortfahren. Erneut. Die Höhle ist extrem krass. Beziehungsweise der unterirdische Durchgang. Hier können wir jetzt noch nichts machen, da wir kein Gold haben. Jetzt muss ich kurz schauen. Können wir die wenigstens ausrüsten? Ne, auch nicht. Ist irgendwie rot. Super. Können wir direkt fallen lassen, obwohl... Ne, Moment. Könnten wir eigentlich auch verticken, oder? Muss mal schauen, dass wir erst so ein paar Sachen hier verticken. Was bei ihr Akara, ne? Handeln können wir, genau. Bei ihr können wir ein bisschen handeln. Ich würde schon sagen, hier die Bücher und so, keine Ahnung. Verkaufe ich wieder, oder? Verkaufswert 240. Aber was hat sie dann? Ja, nichts Tolles. Außer Tränke, ja. Tränke müsste ich ein paar haben, aber wir haben kein, ja, kein Geld. Das da kann ich zum Beispiel verkaufen. Würde ich sagen, weg damit. 900 schon mal. Hier sowas ist rot. Machen wir erstmal so Sachen. Ja, die rot sind. Weg. Die Bücher haue ich erstmal wieder mit weg. Auch Kohle für Tränke. Hau da jetzt 1 Million Tränke gleich ran. Was war das denn überhaupt noch? Riesenzauber im Inventar behalten und Bonus erhalten. Okay, dann würde ich sagen, den behalten wir. Hier den Ring da unten zum Beispiel, könnte man sagen.
Machen wir mal weg. Okay. So was alles würde ich sagen, erstmal. Ja, als Inventar, das ist rot, kann weg. Ja, und schon 4000 sogar sehe ich gerade unten. Was war das? Denn hier der Rubin weg damit. Erstmal weg, wir brauchen 1 Million Tränke. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Einmal komplett kaufen und Inventar auffüllen. Ja, Gold. Ich würde sagen, ich hau das ganze Inventar einmal voll. Das mir ist egal. Ich will mein Gold und so natürlich auch wieder haben. Aber gibt es hier nicht irgendwie Rüstung? Hinten links war, glaube ich, so noch die Schmieden hier noch. Guck mal, das hier oben links weiter noch. Schauen wir mal. Ja, hier ist er oder sie. Was war hier denn noch? Ich hatte gehofft, ich würde nie wieder einen eurer Sorte zu Gesicht bekommen. Die jüngsten Probleme in dieser Gegend haben offensichtlich alle möglichen Typen angelockt. Nichtsdestotrotz, euer Geld ist gut. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst, meine Sachen halten garantiert ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. Okay. Was bringt, ach, bei ihm können wir auch handeln. Okay, Glücksspiel hat er hier sogar. Den haben wir sogar noch gar nicht angeschnackt. Dann schauen wir mal. Ah, das ist schon mal gut. Hier sehe ich gerade zum Beispiel Rüstung. Kostet 1000 noch was. Helm. 1800. Oh, müssen wir schauen. Das hat Verteidigung 17, Verteidigung 24. Das nehmen wir mal und rüsten direkt aus. Und den Helm müsste ich mal schauen. Ja, da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was. Aber keine Waffen hier noch. Handschuhe kosten wie viel? 122 sogar nur. Schuhe 112. Passt auch gerade so noch. Und hier irgendwie würde ich sagen, schauen wir mal, 1400. Was war das da? 90. Nehmen wir das erstmal. Da haben wir zumindest eine leichte Rüstung, bräuchten aber ZR sich gerade Waffe. Könnte man hier sogar, sehe ich gerade, das Schwert nehmen. Kostet aber, ja, passt. Nehmen wir das erstmal. Da haben wir zumindest eine kleine Ausrüstung hier. Würde ich sagen, sogar ganz gut, wenn wir da wieder hinjumpen und so. Ah, Moment. Wir können ja auch mal hier vorne bei der 1 so eine Söldnerin anheuern, ne? Wie viel hat das so gekostet? So bei 100 irgendwie. Irgendwas mit 100, bei ihr war das genau. Müssen wir mal schauen, anheuern. Ah, das passt sogar. Wir haben sogar 186 noch. Und ich würde sagen, die Hanna, oder? 130 oder Dive? 130. Stufe 5, ja, heuern wir mal an. Und haben dann somit sogar jetzt einen Söldner. Mit Verstärkung. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt können wir auf jeden Fall nochmal hin. Die Leiche, wenn wir sie finden, nehme ich sie gerne mit. Wenn nicht, renne ich durch. Dann ist mir das egal. Wir müssen ja nur irgendwie da durch anscheinend. Irgendwas war da noch. Ja, und sonst, wenn wir es nicht schaffen, müssen wir in dem Part hier sonst ein bisschen leveln. Müssen wir mal schauen, ob wir durchkommen oder nicht. Das waren noch ganz schön krasse Gegner mit bei da noch. Sowas wie hier die Gegner könnte man natürlich auch noch mitnehmen. Ein bisschen Erfahrung leveln. So Sachen wie die hier rumliegen, könnte man mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Dann können wir auf jeden Fall mit ein bisschen Rüstung und so auf jeden Fall dahin. Und mal schauen, wie gesagt, ob wir durchkommen. Hier rennen kann ich im Moment nicht. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt ein paar Gegner sehe, so wie hier auf den Wegen, erstmal so ein paar wie hier jetzt gerade, nehme ich sie gerne mit. Ja, da wir auch schon im Level natürlich aufsteigen müssen. Würde ich sagen, passt das. Einmal Skelett beschwören schneller mal. Da haben wir sogar 2 Verteidiger.
Ja, die Sachen würde ich sagen, lass ich erstmal liegen, oder? Ich kann nicht noch mehr tragen. Genau, so viele Sachen können wir eh nicht schleppen, da wir die ganzen Tränke und so mit haben. Okay, das heißt, weiter geht's. Schauen wir mal. Wo hier die beiden? Oder drei? Oder wie auch immer. Ja, nehmen wir mit. Zumindest alle, die auf dem Weg liegen, wie gesagt. Gottschwert und so weiter. Nur lassen wir. Also erstmal auf geht's mit besserer Rüstung sogar im Moment. Portal kann ich im Moment immer noch nicht machen. Okay, muss man anscheinend erst aufladen und so. Aber hier wieder ein paar Krähen. Und ein paar Untote, so hungrige Tote. Ja, apropos Hunger übrigens. Oh, ich kriege auch schon leicht Hunger. Ich würde sagen, nach diesem Part hier mache ich erstmal eine Pause, also eine längere Pause, werde den Stream natürlich später beenden. Erstmal was essen und morgen, denke ich mal, morgen Mittag oder so, vielleicht sogar morgen früh, muss ich mal schauen, kommt sogar ein weiterer Part, beziehungsweise, ja, wir werden ja nicht nur Diablo weiter zocken, Mario Rabbids muss man schauen, kann man in Zukunft natürlich auch weitermachen. Da muss ich privat aber noch schauen, dass ich da erstmal, ja, den Boss dort, beziehungsweise ein paar Sachen und ein paar Taler und dies und das, damit wir den Boss dort schaffen, so den zweiten Boss. Pokémon muss ich schauen. Da haben wir bei Karmesin alles durch. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich bei Pokémon Purpur, ja, ob ich das Spiel auch kaufe und dann noch ein weiteres Let's Play sogar starte. Bin ich noch am überlegen, sicher bin ich noch nicht. Könnte mal sein. Okay, er sehe ich gerade direkt dran. Scheint der härter zu sein hier, ne? Skelett nochmal raus und mit drauf da. Söldnerin haut auch schon drauf. Ja, im Moment würde ich sagen, sind wir sogar ganz gut gerüstet hier im Moment für die Höhle. Das heißt, diesmal könnte das klappen, nur ein bisschen vorsichtiger. Da oben links, da Karte sehe ich schon gerade. Ist irgendwo die Leiche und die Horde, die uns umzingeln hat. Einmal mit drauf, Zauber drauf. Skelett nochmal neu rausholen und Trank noch schnell einnehmen. Söldner haut schon mit drauf. Das ist schon mal gut. Ja, Skelett nochmal neu beschwören und direkt nochmal einen Trank einnehmen, sehe ich gerade. Sicher ist sicher in dem Sinne, oder? Hier direkt so ein paar nervige Gegner natürlich direkt wegmachen. Skelett neu beschwören. Also wie hier, muss ich sagen, war das auf jeden Fall noch nicht in den anderen beiden Parks so extrem krass. Ah, krass. Ich sehe gerade schnell mal ein bisschen weg, meine Energie. Oha. So, hier nochmal schnell drauf zaubern. Skelett nochmal schnell neu machen. Genau. Somit könnte ich, wo bin ich? Da oben links. Ah, gefährlich. Vor allem, die sind auch gut gerüstet hier, ne? Die sind sehr, sehr gut gerüstet. Nochmal Skelett neu machen. Nochmal Trank einnehmen. Das Skelett lenkt die da hinten so ein bisschen ab, ne? Ich würde sagen, ich renne durch. Ich scheiße jetzt auf die Leiche, die da liegt, da oben rechts. Wir müssen irgendwie ein bisschen durchkommen hier. Das kann doch nicht sein. Nochmal Trank. Oh mein Gott, nein. Wir sterben, glaube ich, gleich wieder. Oh mein Gott. Wenn wir nicht weiterlaufen. Und es kommen immer mehr Gegner. Das ist nicht wahr, oder? Nochmal schnell Trank nehmen. Super. Ah, nein. Es kommen schon wieder so viele. Was war das denn gerade so am Backen gerade da eben? Oh, nein. Wir müssen erstmal ein bisschen weiter weg. Beziehungsweise einmal hier so rum. Was ist das da? Ein Brunnen war das irgendwie. Ah. Ich hoffe, dass wir durchkommen. Oh mein Gott. Jetzt sind wir durch. Zumindest oben links auf der Karte sehe ich gerade. Wir sollen ja eigentlich nur hier durchkommen. Hier ist auch so eine rote Jägerin gerade gewesen. Ja klar, wie viele Gegner kommen denn hier? Man kommt hier kaum durch. Ich muss sagen, das ist im Moment wirklich der schwierigste Part hier. Das geht extrem ab hier. Nein, ich komme wieder nicht durch. Och nö. Das ist ja ärgerlich. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja, dann ist es so ein Part mit Leveln und Sterben in dem Sinne. Wurde besiegt.
Aber krass, wie das da abgeht. Von böse Jägerin wollen wir besiegen. Ja, Tränke haben wir eigentlich genug. Handschuhe übrigens könnte ich sogar nochmal anlegen wieder. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Sachen, die da wieder rumliegen und so. Und natürlich wieder kein Gold und kaum was zu verkaufen und so. Okay, da müsste man wirklich schauen, dass wir ein bisschen leveln, oder? Ich glaube, hier war sogar noch so eine Höhle. Ja, dann würde ich sagen, da durch die Höhle kommen wir, glaube ich, nicht so schnell in diesem Part hier. Ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir anscheinend besser gelevelt sein. Da dann so viele Massen an Gegner kommen. Und wir spielen da eigentlich auch Standard, ne? Schwierigkeit haben wir eingestellt im ersten Part. Das ist schon hart. Jetzt habe ich hier wieder so meine Faust und so. Ich kann natürlich jetzt einmal meinen Skelettkrieger nochmal zuholen. Nochmal schauen, Handschuhe habe ich drauf. Ja, müssen wir leveln irgendwie. In dem Part hier. Und irgendwo war auch hier noch so eine Höhle, die ich gern hätte. Die Gegner hier sind aber machbar in dem Sinne. In den ersten Gebieten und so. Ich meine, in den letzten beiden Parts alles noch machbar gewesen. Jetzt war aber extrem schwierig. In der Unterhöhle, ehrlichen Höhle, wo wir durch sollen, da auf einmal. Ja, nützt nichts, müssen wir ein bisschen Level nebenbei. Hier ist übrigens noch irgendwie so ein Dolch, der habe ich sogar gerade in die Hand genommen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal. Irgendwo war sogar, glaube ich, noch so eine kleine Höhle. Im ersten Part hatten wir die eine, die haben wir gesäubert. Aber es war, glaube ich, irgendwo noch eine andere. Und da oben können wir auch noch mal rumrennen, da kurz vor dem Durchgang. Könnte man auch schauen. Was, die Beben scheinen sich zu legen, steht noch im Spiel. Hey. Oh. Hier übrigens sind wir auch an der Seite noch gar nicht so lang. Okay, so nix. Nur so eine Ecke. Und hier noch ein Brunnen. Okay. So, schauen wir mal. Hier haben wir zum Beispiel auch noch was. Eure geistigen Kräfte erholen sich schnell. Okay. Hört sich schon mal gut an. Okay, hier war es ja mit dem Bereich. Genau, jetzt haben wir hier die kalte Ebene. Und eigentlich müsste ich hier... Wie gesagt, irgendwo war eine Höhle, aber keine Ahnung. Ja, sonst würde ich sagen, erkunden wir hier vorne gleich das Gebiet. Was wir noch gar nicht so wirklich erkundet haben, nur den Weg jetzt hochgerannt sind zu der unterirdischen Höhle da. Den Gegner natürlich gern mitnehmen zum Leveln. Okay, und dann rennen wir hier ein bisschen weiter. Obwohl er da, würde ich sagen, mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Mehr schleppen können wir im Moment nicht. Ja, hier oben auf der Karte links sehe ich gerade, das war nur so ein Haus da. So, und ab hier vorne. Beziehungsweise so ab hier. Wäre ja das Gebiet, was wir hier noch erkunden können. Genau, das Feld der Steine. Ich bin am Überlegen, ja, dann würde ich sagen, erkunden wir hier noch ein bisschen, oder? Das Feld der Steine, was ich gerade überlegen war, was ich meinte, dass wir sogar den Online-Modus aktivieren. Wie macht man das eigentlich im Game? Das ist natürlich die Frage. Fertigkeitsbaum sehe ich gerade, haben wir sogar noch neuere Sachen. Eiserne Jungfrau verflucht eine Gruppe von Gegnern, sodass sie selbst Schaden erleiden. Wenn sie Schaden verursachen, okay, benötigte Stufe ist aber 12. Das könnte man machen hier. Was ist das? Schwache Sicht, verflucht eine Gruppe von Gegnern und reduziert so ihren Sichtbereich. Auch gut. Ich würde sagen, das aktivieren wir einmal. Weisen zu auf
B würde ich sagen, oder? Ja, mach ich auch B. Das heißt, unser zweiter Zauber sogar hier an Flüche. Das ist sehr gut. Der andere, das war ja. Genau, verstärkter Schaden. Würde ich sagen, nach und nach läuft das, oder? Ja, hier haben wir übrigens Gruppe oben links, sehe ich gerade. Ich bin da im Moment nicht online oder so. Was ich kurz testen möchte. Ja, wir gehen mal kurz auf Speichern und verlassen. Den Online-Modus, eigentlich hieß es ja, soweit ich weiß, im ersten Part, dass wir ja hier online machen können, beziehungsweise einen Raum erstellen können. Totenbeschwörer Stufe 6 sind wir übrigens im Moment, ne? Muss ich da dann auf Online so raufgehen? Aber wir sind da eigentlich auf Online. Ranglisten-Saison 2 ist übrigens jetzt live. Erstellt einen neuen Ranglisten-Charakter und erhalte Zugriff auf die neuen Zauber, mit denen du Monster-Immunitäten durchbrechen kannst. Ja, beim dritten Teil gibt es auch so Seasons und so. Muss ich mal schauen, können wir auch gerne in Zukunft mal reinschauen und online zocken und so, ne? Aber wie geht das hier? Also hier ist auf jeden Fall erstellen, sehe ich hier gerade online. Auf Plus drücken. Ich bin doch online mit meinem Charakter hier eigentlich. Dann würde ich sagen zurück. Hä, muss ich jetzt nicht verstehen. Charakter ändern möchte ich ja gar nicht. Und neu erstellen brauche ich auch nicht in dem Sinne. Dann eigentlich auf Spielen. Ach hier, genau. Da kann man dann, sobald man reingeht ins Spiel, genau, das sage ich, privat hat man gemacht im Moment. Und öffentliches Spiel erstellen. Ah, okay. Öffentliches Spiel beitreten könnte man auch. Schauen wir mal. Sind da welche irgendwie keine Spiele gefunden? Okay. Sind keine Spiele gefunden worden? Okay. Dann einmal öffentliches Spiel erstellen. Benutzer definiert. Schwierigkeitsgrad ist ja normal. Albtraum. Das will ich ganz kurz mal testen hier so gesehen. Was wird geschützt? Nö, ja, normal natürlich. Albtraum, Hölle und so möchte ich natürlich noch nicht. Maximale Spieleranzahl natürlich 4. Kann man da noch mehr machen? Ne, geht nur bis 4. Ah, okay. Macht er jetzt? Ich wollte zurück. Stufenunterschied ist eigentlich egal, würde ich sagen. Im Moment Akt 1. Ach, hier sind die ganzen Akte und so, ne? Bosse, Zonen. Eigentlich Akt 1. Aber fängt das Game dann von neu an, oder wie? Die Suche nach Kane, da sind wir eigentlich im Moment. Ich wollte das eigentlich so machen, dass wir meinen Spielstand im Moment online zocken. Ja, eigentlich ja die Suche nach Kane. Geht durch den unterirdischen Durchgang. Das ist ja eigentlich die Mission, die wir im Moment haben. So, jetzt sehe ich unten Spiel erstellen. Machen wir mal. Ich würde es einfach mal testen und mit euch direkt sogar hier in diesem Part noch, würde ich sagen. Schauen wir mal. Spielbett erstellt. Ja, somit unser erstes Online-Spiel. Aber da müssten natürlich erst Spieler reinkommen. Wie wir gesehen haben in der Liste eben, war noch nicht mal ein einziges Spiel offen. Und das Game ist natürlich auch plattformübergreifend. Das heißt, nicht nur Switch-Gamer können mitzocken. Nur mit Leiche hier übrigens. Ich kann nicht noch mehr tragen. Meine Leiche liegt jetzt hier, okay. Ja, jetzt wäre das Spiel eigentlich online, aber vom Charakter will ich noch mal kurz gucken. Wenn wir jetzt mal schauen, ist alles gleich geblieben, naja. Okay. Ja, auch hier bei Questlog, wenn ich schaue hier, genau. Das haben wir abgeschlossen und... Okay, das heißt, alles, was wir eingesammelt haben, das ist dann mein Spielstand, okay. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommt oder reinkommen möchte, gerne. Ja, im Game natürlich mein öffentliches Spiel suchen. Ist auf jeden Fall aktiv im Moment. Aber wieso liegt meine Leiche jetzt hier? Oh, nice. Mein Schwert übrigens unten, da habe ich jetzt auch alles hier wieder. Okay. Ich werde ja erstmal hier so ein paar Sachen ins Lager hauen. Nimm mir erstmal hier das Schwert hoch, da ich Platz brauche. Die Pfeile brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Erstmal das Lager, Gold, Nummer 13. Das kann ich hier nicht machen. Jetzt konnte ich meine Leiche nehmen, okay. Ah, okay, okay. Das heißt, schauen wir nochmal ins Menü. Die Handschuhe hier zum Beispiel können wir austauschen, ne?
Die anderen sind irgendwie abgenutzt. Das heißt, die hier können wir eigentlich sogar wegschmeißen. Das da auch. So rot. Okay. Also anderes nicht rot. Ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ab jetzt könnt ihr sogar mitspielen. Der Raum ist offen in dem Sinne. Ja, wir sagen, schauen wir erstmal wieder oben hoch, oder? Halte Ebene. Ja, und machen auf jeden Fall dort den Weg der Steine, wo wir eben waren. Durch die Höhle, glaube ich, schaffen wir es nicht. Hier brennt ein Haus übrigens. Und meine Karte wird gar nicht mehr angezeigt oben links. Warum? Ah, jetzt müsste ich hier erst... Moment. Einmal kurz ein bisschen weiter weg. Wieso brennt da das Haus denn jetzt? So, kommen die noch hinterher? Ich glaube nicht. Was wollte ich gerade? Irgendwas wollte ich doch eben machen. Zauber haben wir alles so wie vorher auch. Ja, den anderen Zauber kann ich auch mal testen. Einmal verfluchen da das Vieh. Ja, jetzt, wie gesagt, kann das natürlich passieren, dass irgendwann randommäßig jemand reinkommt ins Game. Aber es war kein einziger Raum offen. Das ist ja ärgerlich. Das Haus hier brennt und fackelt. So, jetzt weiß ich wieder mit der Karte, ne? Dann waren wir hier auf der Ebene noch gar nicht mit dem fackelnden Haus hier. Muss immer schnell durch. Ja, die kommen natürlich alle gerade wieder hinterher, super. Irgendwie sieht die Welt hier gerade verdreht aus. Was ich nämlich schauen wollte, meine Karte, die möchte ich schon ganz gerne aktivieren. Wenn man jetzt online spielt, kann man da auf Optionen. Ah, ich höre schon. Super. Das ist das Ärgerliche, wenn man im Menü ist und Gegner kommen. Kann nicht sein. Kannst du nicht gemütlich hier schauen? Okay. Gameplay. Wo war das mit der Karte? Also irgendwo war das hier. Ja, Chat, Schriftgröße übrigens hat ja groß gemacht. Kann man online keine Karte verwenden oder wie? Doch, hier haben wir Minikarte links. Ist eigentlich aktiv. Wird online aber nicht angezeigt. Warum? Hä? Ja, übernehmen nochmal schnell. Ne, wird online nicht angezeigt. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja mega ärgerlich. Weil ich weiß es ja gar nicht, wo ich hin soll und so. Also ich gehe erstmal zurück ins Lager. Ja, zumindest hatten wir einmal online aktiviert. Dann würde ich sagen, würde ich lieber doch erstmal wieder deaktivieren, da wir so keine Karte haben. Und ich wollte mit euch den Weg der Steine da hinten. Ja, diesen Part auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Dann gehen wir einmal so wieder rein, oder? Einmal spielen auf privat. Ja, öffentlich Spiel beitreten. Keine Spiele gefunden, steht hier nur. Können wir noch aktualisieren, Spielerinfo umschalten. Schwierigkeit und so würde normalerweise auch mit beistehen. Filter, schauen wir mal. Ach, hier kann man sogar dann. Ach so. Also nur normal ist keiner gewesen. Okay. Erst, ach so, und hier. Albtraum und Hölle kann ich noch gar nicht machen, weil ich noch gar nicht so weit bin im Game. Okay. Terrorzone. Das ist ja ärgerlich. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Albtraum jetzt machen möchte und sehe gar nicht die Leute da im Moment. Okay. Ja, keine Ahnung, das ist ärgerlich. Da ist es zumindest auf normales und man kein Raum. Ja, dann direkt zurück. Wie gesagt, braucht die Karte. Ich möchte auf jeden Fall dahin bei den Steinen, bei dem Weg der Steine und so vor dem unterirdischen Pfad mit euch nochmal schauen. Ja, die restlichen Minuten würde ich sagen für diesen Part. Ja, mal schauen, was wir dort noch so Schönes haben in dem Sinne. Okay, Karte sehe ich jetzt aber immer noch nicht. Was ist das gerade? Und übrigens, die Sicht, übrigens wurde ich ja auch verdreht. Beziehungsweise, nee, nicht ganz. Ich sehe meine Karte nicht. Das kann ich hier nicht machen. Was? Ist das ein Bug oder so? Keine Ahnung. Ja, möchte ich auf jeden Fall haben, aber ohne Karte finde ich ärgerlich. Dann nochmal kurz, schauen wir mal.
Wir haben die Karte aktiviert. Ja, hier steht das auch. Menükarte links, Autokartentransparenz, Benutzer depotiert. Machen wir mal so. Gucken, was er jetzt sagt. Alle annehmen. Karte immer noch weg. Nicht in der Stadt. Okay. Keine Karte. Warum? Nur weil ich einmal online testen wollte, keine Karte mehr. Jetzt wurde ich bestraft. Okay. Menükarte links, Menükarte rechts, ja super. Machen wir mal ganz kurz auf Vollbild. Ne, wird immer noch nicht angezeigt. Das kann ich nicht machen. Ist das ein Fehler vom Game? Muss er eigentlich, weil wir haben es eingestellt, aktiviert. Kartengröße, dann mal wieder auf links und würde ich sagen, dann müssen wir so durch. Erstmal hoch zur kalten Ebene. So. Jetzt wollen wir einmal kurz online zocken. Und schon ist meine Karte weg irgendwie. Warum auch immer. Müssen wir ohne Karte rumrennen hier. Ich weiß es auch nicht mehr, wo der Weg der Steine ist. Aber war irgendwo hier oben, ne? Hier wieder viel zu viel Gegner. Okay. Ich würde sagen, schauen wir mal durch. Handerschild noch, press tab. I play on the Switch. Nintendo Switch. Ich schau grad. Ach, schreibt Hunter. Ja, schön, dass du reinschaust. German oder Englisch? Ja, das ist on Switch. Aber meine Karte irgendwie hier nicht. Aber dann schauen wir natürlich so rum, ne? Würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, warum die auf einmal weg ist. Wir haben jetzt nur einmal versucht, online zu spielen. Wollen danach wieder zurück und die Karte ist immer noch weg. Und muss natürlich schauen. Hier ist zum Beispiel wieder eine Truhe, nehme ich natürlich gern mit. Ja, am besten so den Wegen ein bisschen folgen. Ach ja, mal das Feld der Steine. Und irgendwie ist das sogar anders rumgedreht, die Weltkarte im Moment. Die war sonst oben so, wie wir gesehen haben eben noch. Jetzt laufen wir hier so links in dem Sinne. Okay, das ist auf jeden Fall das Feld der Steine, aber die Karte ist immer noch weg. Drücke Optionen und schau, was die Tasten sind. Moment. Muss natürlich hier der Gegner da. Der muss noch weg. Jetzt kommen die alle hinterher hier, ne? Und er hier ist irgendwie anscheinend schwieriger, oder? Hauen wir mal schon drauf. Wir haben da. Okay, jetzt können wir schauen, ne? Ja, dann schauen wir nochmal Optionen. Okay, eigentlich ein Gameplay war es im Moment. Option. Ja, eigentlich kann man das ja hier aktivieren. Frage ist, Moment, du hattest geschrieben. Ja, Gameplay, genau. Was die Tasten sind. Ja, Tasten übrigens, muss ich schauen. Das ist ja eigentlich ganz normal link den Stil der Autokarte fest, die im Spiel benutzt wird. Also Minikarte links, Vollbild und rechts, aber links war ja eben, dass er nur eigentlich die Transparenz war vorher auch so eigentlich vorher alles eingestellt. Benutzer definierte, ja, das ist ja. Hier haben wir noch Autokarte automatisch öffnen, geschlossen steht hier. Machen wir mal offen. Wenn ich das jetzt auch offen mache vielleicht. Moment, ich schau mal. Eine Karte ist immer noch nicht da, okay. Einstellung schrieb Hunter, okay. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, ja, das ist immer noch geschlossen. Müsste ich nochmal reinschauen. Ohne Karte ist wirklich ärgerlich. Was ist, was war da eben noch? Die Spielauflösung haben wir hier übrigens nur auf 600. Die Auflösung im Classic-Modus, im Resurrected-Modus, passt sich die 3D-Zoom-Stufe an. Was ist das? Da haben wir nur 6, bis 600 geht das nur. Okay, Lichtqualität hoch. Ja, das lasse ich natürlich erstmal auf Standard, würde ich sagen. Okay, erstmal verwerfen. Ja, Gameplay müssen wir noch hochschauen. Einstellungen, ne? Maximale Spieleranzahl 4 hatten wir hier nur online.
Ja, bei Online-Modus, Charakter, Stufenunterschied 10. War das ja für Online und Offline sich noch? Offline-Schwierigkeitsskalierung. Nur im Offline-Modus verfügbar steht hier noch. Geh mal Einstellungen. Vierer-Tab. Schrieb Hunter noch, okay. Ja, Banner-Einstellung. Ne, einstellen, was Vierer. Also Spieleranzahl ist hier ganz immer 4. Charakterstufenbeschränkung aktivieren, nö. Aber ich bin da jetzt nicht mehr online. Maximal Player 8. I'm offline. I'm not online im Moment. Das heißt, ja, keine Ahnung, wie ich die Karte wieder reinkriegen kann in dem Sinne. Das ist ärgerlich, würde ich sagen, im Moment. Also eigentlich war es ja eingestellt. Ich kann natürlich noch mal ein bisschen weiter schauen hier kurz in der Option. Bei der Einstellung, das ist ja eigentlich, wenn man online ist hier und offline sind wir im Moment. Offline-Schwierigkeitsding ist Einstellung nur im Offline-Spiel. Diese Einstellungen werden in Offline-Spielen sofort aktiv, steht da nur, okay. Nur da nochmal rein auf ZL, ZR. Gameplay, wie gesagt, ja, Karte ist eigentlich aktiviert. Controller muss ich mal gucken. Vibration ist an, Sticks vertauschen, nö. Also Karte ist hier auf jeden Fall an. Das mache ich sonst wieder auf geschlossen. Erstmal, das war vorher auch geschlossen, ne? Benutzerdefinierte Transparenz, also das ist alles auf Standard im Moment. Spielname anzeigen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, keine Ahnung, wie das mit der Karte ist. Man sollte das Spiel online spielen. Viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich spiele ich das natürlich auch gerne online. Wir haben jetzt dann nur so die ersten zwei Parts online gemacht. Und wollte das eben auch testen online. Aber irgendwie, ja, war ich mir jetzt nicht sicher, weil die Karte war auf einmal weg. Also, ja, deswegen hatte ich den Online-Modus eigentlich erstmal wieder beendet. Wir können natürlich gerne auch wieder online gehen, aber im Moment ist niemand online. Deswegen hatte ich das ja erstmal wieder beendet gehabt, eigentlich. Ich würde sagen, ich mache sonst nochmal kurz. Moment, ich gehe nochmal auf Speichern. Das können wir ganz schnell mal mitmachen. Jetzt, wo wir hier das Problem mit der Karte haben, gehen wir mal auf Speichern. Ich starte mal kurz das Spiel neu. Vielleicht ist dadurch das Problem ja weg. Geh einfach mal kurz raus. Und gehen nochmal neu rein. Vielleicht hat sich dadurch das Kartenproblem jetzt gelöst. Ja, wir sind da eigentlich nur online gegangen und dann wieder offline. Und seitdem wir online gegangen sind, war auf einmal die Karte auf jeden Fall weg. Keine Ahnung warum. Würde ich sagen, schauen wir direkt neu rein. Vielleicht löst das ja sogar tatsächlich das Problem, oder? Ja, direkt rein. Verbindung zum Battlepunkt wird aufgebaut. Ja, wir wollen es nur online testen oder aber ist die Karte weg. Keine Ahnung warum. Muss ein Fehler sein vom Game. Und dann gehen wir offline wieder rein in ein privates Spiel und geht auch noch einmal nicht mehr. Oder ich lade den Spielstand ganz normal spielen. Ja, wir jetzt da ganz normal online steht da im Moment, ne? Von meinem Namen. Also ich könnte natürlich online reingehen und nicht reingehen, aber ich möchte ganz kurz erstmal privat machen, oder? Öffentliches Spiel könnte man natürlich auch machen. Oben sehe ich übrigens noch Freundesliste. Könnte man auch machen. Und Rangliste haben wir hier sogar noch. Die aktuelle Ranglistensaison endet am 1.1.1970. Lol. 1.1.1970, wie? auch nicht schlecht. Ja, ich könnte natürlich nochmal Online-Spiel erstellen oder erstmal so auf privat gehen. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz wegen der Karte, da wir neu gestartet haben. Einmal kurz auf privat. Ob die Karte dann wieder da ist. Das muss ja irgendwie ein Bug dann sein, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil die Karte aber immer weg ist. Ne, ist immer noch weg. Hä? Muss ich irgendwas Bestimmtes drücken? Nicht in der Stadt. Nicht in der Stadt, sagt er da, wenn ich auf B drücke. Ah, ohne die Zauber, so, ja, super. Also ich drücke alle Knöpfe.
Eine Karte schließen und öffnen konnte ich ja sowieso nicht eigentlich. Dann müsste ich sonst offline nochmal, wenn ich jetzt offscreen schaue und so. Ja, hier geändert hat mir eigentlich nichts. Okay. Simulation GDI haben wir hier übrigens noch. Okay. Das ist ärgerlich. Also Karte ist auf jeden Fall da im Moment eigentlich. Jetzt mal runterschauen. Ja, eigentlich ist Minikarte da. Und hier eigentlich alles so wie vorher gelassen. Ja, sonst würde ich sagen, egal. Dann schauen wir nochmal kurz so raus. Ich würde natürlich auch gerne nochmal raus auf Online aktivieren, ne? Müsste ja nur rüber nochmal speichern und. Speichern und verlassen. Dann würde ich sagen, aktivieren wir nochmal Online-Modus, weil die Karte ja eh weg ist. Aber nicht mehr lange, wie gesagt. Ich wollte gleich erstmal eine längere Pause machen eigentlich. Ne, hier ganz normal auf Online, dann auf öffentliches Spiel. Normal, Spieleranzahl 4. Ja, Benutzer definiert würde ich natürlich sagen. Auf hier Dingens wieder, wo war das? Also erstmal so drauf, oder? Haben wir hier Passwort geschützt? Nö, Benutzer definiert. Name des Spiels. Keine Ahnung, Nobel. Machen wir mal kurz zum Testen. Nobeldecker 86 TV, das passt doch. Muss man das mit einstellen oder wie? Also wir haben ja eigentlich so. Oder hier auf Akt sind wir voll drauf, ne? Das war ja hier dann. Ja, eigentlich die Suche nach Kane. So sind wir rauf. Okay. Und dann eigentlich Spiel erstellen. Machen wir so nochmal. Ja, dann waren wir online und dann war auf einmal die Karte weg. Und seitdem kommt die Karte nicht mehr wieder. Ich habe keine Ahnung. Okay, direkt wieder rein. Ja, Karte ist natürlich trotzdem weg, aber ich weiß auch nicht, warum das hier alles so umgedreht ist. Auf einmal die ganze Map, alles ist irgendwie verdreht, so wie es vorher nicht war. Na, ist jetzt auch nicht schlimm, würde ich sagen. Schauen wir erstmal so. Level sonst so ein Busche rum. Karte muss ich schauen, das mache ich sonst privat natürlich. Schaue natürlich nochmal rum. Ja, beziehungsweise in der Einstellung kann ich nochmal ein bisschen rumprobieren und so. Ja, und wie wir sehen, ist ja die Weltkarte auch so ein bisschen verdreht. Ich weiß auch nicht, wie man das ändern könnte jetzt hier mit den Einstellungen und dies und das. Frage wäre, kann man in den Optionen Gameplay, Audio, Video haben wir hier, ne? Kalibration, Helligkeit, Bildschirmdimension haben wir hier. Dient zur Festlegung der Bildschirm. Am Grenzen steht hier nur okay. Ach, das ist das, okay. Lichtqualität hoch, Schattenverlauf. Ist hier übrigens aus. Nur Classic-Modus. Hier das eine. Perspektiven-Modus. Ja, aber hier haben wir nichts geändert. Das heißt, mit der Karte kann das ja eigentlich mit nichts zusammenhängen mit der Karte so. Anzeige von Gegenstandsnamen, ja, ist eigentlich alles an und so wie vorher. Chatgröße hatte ich auch groß gestellt. Untertitel für NSC und so. Oh, Controller, eigene Fertigkeitstasten für Waffenwechsel. Könnte man aktivieren. Okay, wäre dann separat irgendwie. Okay, Stick vertauschen, nö, möchte ich nicht. Karte ist eigentlich drin. Das sind eigentlich alle Einstellungen, okay. Ja, schaue ich sonst privat nochmal. Ich würde sagen, rennen wir erstmal ein bisschen weiter noch schnell rum hier und so. Das ist das Blutmann, oder? Oder ist die Karte doch wieder richtig rumgedreht? Ich würde sagen, ich folge erstmal dem Meer, durch das Blutmeer hier Dingens. Und einmal den Weg hier hinterher, oder? Ja, auf jeden Fall ist jetzt online im Moment. Raum ist offen. Also es könnte natürlich sein, dass jetzt im Moment jemand reinkommt oder so, oder? Ja, in weiteren Parts in Zukunft werden wir natürlich auch online zocken und so. Ja, nur die ersten Parts war jetzt also sowieso keiner im Chat bis jetzt. Ja, wenn ihr online zocken möchtet, können wir das natürlich gern machen. Hier haben wir noch das Lager der Jägerin. Wieso ist das hier so?
Ach, das ist hier umgedreht irgendwie alles. Ich komme gerade total durcheinander, da das jetzt so ein Kopf übergestellt ist. War vorher irgendwie andersrum gedreht, die Karte hier. Ich habe keine Ahnung. Wieso ist es aber mal so mit der Optik hier im Game? Das ist auch so eine Frage. Ja, würde sagen, schauen wir erstmal weiter. Müssen wir jetzt sowieso erstmal ein bisschen leveln, damit wir durch diese unterirdische Höhle kommen. Ja, wo es im Moment zu schwierig ist in dem Sinne. Also erstmal so ein bisschen umschauen, ein paar Gegner killen. So wie hier die schönen Gegner einfach schön mitnehmen, oder? Ja, übrigens Skelettkrieger, ja, ist halt mein beschworener Skelettkrieger. Oben links wird er angezeigt. Ja, aber komisch mit der Karte auf jeden Fall. Ist schon seltsam. Auch, dass die ganze Welt sich verdreht hat irgendwie auf einmal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Muss es also mal schauen dann. Hier ist so eine Truhe. Okay. Ja, aber da links hoch, oben links war ja übrigens das Lager. Dann müssen wir eigentlich, wenn ich jetzt so die Welt so sehe, dann müssen wir unten rechts und irgendwo lang, ne? Okay. Ja, immerhin so ein paar Erfahrungspunkte hier nochmal. Ja, würde ich sagen, ist natürlich sehr gut für weitere Parts natürlich demnächst. Ja, irgendwo hier unten müssen wir, glaube ich, den Weg jetzt folgen, da sich die ganze Karte irgendwie auch mitgedreht hat hier. Ich glaube, das kann man irgendwie auch einstellen im Game. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, muss ich mal schauen, wie gesagt, offscreen, wenn ich offline bin. Dann schaue ich natürlich gerne mal in die Einstellungen so, ob ich den Fehler finde, warum das mit der Karte jetzt so ist. Keine Ahnung. Ja, ist natürlich ärgerlich, auf einmal ohne Karte natürlich rumzurennen, obwohl man die ganze Zeit die Karte erst hat oder so. Hier, da waren irgendwo noch Gegner, oder? Nein. Aber hier unten übrigens Wasser irgendwie noch. Ich würde sagen, wir rennen erstmal rum, suchen ein paar Gegner und leveln in den Partnerbüschen. Ja, und wie gesagt, sind das erste Mal sogar jetzt hier im dritten Part sogar noch am Ende. So gesehen sind wir noch mal ein bisschen online. Auch wenn im Moment niemand mit drin ist. Aber wir werden natürlich auch öfters zocken, auch online und so, wie gesagt. Da ist die Tage natürlich sehr gerne. Er rennt weg. Und aber platt gemacht. Ja, hier steht sie jetzt so. Also. Vorhin war das Bild ja irgendwie umgedreht von der Karte und hier ist jetzt das Portal Kalte Ebene. Okay, dann würde ich sagen, rennen wir hier so lang, dass sich die ganze Welt auf Kopf gestellt hat irgendwie hier. Und nimm natürlich noch schön Gegner mit. Ich würde sagen, den Portal nehmen wir auch mit. Aktivieren wir. Ja, da muss ich wirklich schauen, wie gesagt, privat, dass ich die Einstellung wieder so hinkriege, wie das vorher war. Also mit der Karte, ne? Hier ist übrigens wieder der Brunnen. Und sehr, sehr viel dunkle Jägerinnen. Skelett nochmal neu beschwören. Ich muss sagen, Totenbeschwörer ist für mich auf jeden Fall das Geilste eigentlich in dem Sinne. Der geilste Gamer. Spielcharakter in dem Sinne. Schriftrolle des Stadtportals haben wir hier. Nehmen wir mal mit. Bin überladen, ja. Ich glaube, hier war.
Ah, hier ist der Friedhof. Ah, okay. Ja, wie wir sehen, das war ja vorhin sogar oben links, eigentlich, bevor wir online gegangen sind, war das, dass die ganze Weltkarte ist einmal komplett auf den Kopf gestellt hier irgendwie. Seitdem wir einmal online gegangen sind. Und Karte, wie gesagt, ist natürlich weg und so. Ja, keine Ahnung, muss ich schauen, wie ich das so ändern kann dann wieder. Vor allem mit der Karte. Ohne Karte ist nervig. Weiß natürlich nicht so genau, wo man hinrennen muss. Vor allem, wenn die Welt dann auch noch auf dem Kopf steht. Das ist natürlich ärgerlich. Aber hier haben wir auch noch so einige schöne Gegner. Wo wir schön leveln können. Wir haben sogar bald wieder Level ab, sehe ich gerade unten. Und nochmal Schriftrolle und so. Aber hier ist übrigens Schamane wieder, ne? Hier, er hier. Einmal direkt weghauen. Und weiter auf die anderen drauf hier. Nice. Der hat sogar ein paar mehr schönere Sachen hier anscheinend gehabt. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas mitkriege. Sonst lasse ich den Rest erstmal liegen, oder? Aber sehr viele schöne Gegner, wie gesagt, zum Leveln. Sollte das passen eigentlich. Und er hier wieder platt. Ja, wie wir gesehen haben zum Anfang des Parts, also am Anfang, da unten mit den unterirdischen Gängen, da muss man wirklich schauen, dass man auf jeden Fall erst mal so ein bisschen höher kommt, vom Level, von der Rüstung und alles drum und dran. Da sind die Gegner auf jeden Fall schwieriger, oder? Er rennt auch schon wieder weg hier gerade. Und hier haben wir schon mal da drauf. Ja, aber ich muss auch sagen, das Game macht auf jeden Fall süchtig. Macht Laune. Er holt einmal. Hier rennen kann ich gerade wieder nicht. Okay, Ausdauer lernen. Oh. Immer direkt noch mehr Gegner. Tragen müssen wir im Moment nichts. Im Moment möchte ich gar nichts tragen. Hier ist aber noch eine Truhe. Weil irgendwo hier müsste es ja irgendwo. Wenn ich jetzt die Welt verdreht rumdenke. Dorthin gehen, wo wir eigentlich voll machen und so. Oh. Hier Schamane wieder. Aber ich muss sagen, das macht richtig Laune, die ganzen Gegner hier in Horn wegzumetzeln auf jeden Fall. Das rockt auf jeden Fall auch. So, also muss auch schauen. Ich würde auch gerne den Weg folgen. Aber da folgen wir jetzt wieder so hoch, ne? So, hier so lang, hier sind noch Gegner. Hey. Muss ich schauen hier so rum, sonst. Obwohl. Jetzt rein oben links war das Lager jetzt mit der verdrehten Karte. Müsste man schauen, dass man sonst hier den Weg vielleicht doch nochmal folgt. Ja, folgen wir mal den Weg so nach unten. Irgendwo muss er hinführen. Natürlich hier den immer noch mit. Und ihn da einmal. Aber hier noch, was so eine Art Banner da irgendwie. Und wieder ein paar schöne Level Up hier. Haben sogar bald wieder Level Up, sehe ich gerade unten rechts. Und ein paar Gegner. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Level Up. Okay, schauen wir mal. Hier ist so ein Trank. Können wir aber nicht tragen im Moment. Ich würde sagen, Wasser könnte man wegwerfen.
mir hier die Tränke nochmal mit. Ah ne, hier war nur der Friedhof noch. Oh ja, da haben wir alles erkundet, okay. Das heißt, hier können wir wieder umkehren. Friedhof war eigentlich oben links, wenn ich jetzt mal so gucke. Müsste man da sogar irgendwo hier, wo wir eben lang sind. Eigentlich irgendwie alles sehr verdreht hier, seitdem wir online gegangen sind. Oh. Super. Ohne Karte, planlos hier irgendwo im ersten Akt auf jeden Fall unterwegs. Aber zumindest haben wir gleich noch ein Level up. Ja, und haben wir so ein bisschen den unterirdischen Gang, so ein bisschen haben wir ihn ja schon mal zumindest erkundet. Aber durchkommen, ja, wie gesagt, kommen wir natürlich noch nicht im Moment. Wie wir es gesehen haben, bin ich ja eher, ja, mehrmals verreckt, mehrmals gestorben. Im unterirdischen Gang, weil die Gegner da so krass sind. Ich glaube, hier war nichts mehr, noch. Das ist höchstens noch so eine Hütte. Ah, mit einer Truhe. Was haben wir hier? Riesenzauber. Moment. Schmeiß mal die Handschuhe weg. Ich bin überladen. Immer noch? Okay. Sonst hier erstmal so ein paar Tränke erstmal mit weg hier. Und Aino, schauen, was das ist. Ach, das ist dann hier sowas wieder. Wenn man es im Inventar ist, aber nicht identifiziert, steht da nur. Super. Wie kann man das dann identifizieren? Und schmeiße es erstmal wieder weg. Nimm hier meine Dinger wieder mit. Okay, hier links könnte man natürlich auch nochmal rumschauen. Ja, hier waren wir eben vorhin, ne? Und links ging es dann nicht rum. Oh, da die Karte alles auf den Kopf gestellt ist, ist die Frage. Könnte natürlich auch sein, dass hinten rechts oben lang, dass da zu dem Weg mit den steinernen Dingens geht, zu der Höhle. Dann würde ich sagen, nochmal hier lang den Weg, oder? Ja, hier die Gegner würde ich sagen, nimm mal mit. Nur noch ein paar wenige, da haben wir Level up. Auch nice. Die Geräusche, wie sie verrecken, manchmal auf jeden Fall nice. So. Direkt die nächste Jägerin. Ja, zumindest wie gesagt haben wir gleich noch ein Level up. Das ist sehr, sehr gut gerade. Hier sind noch ein paar. Ich kann nicht noch mehr tragen. Und yes, somit Level up. Ich würde sagen, schauen wir natürlich gleich, wenn wir die Gegner hier platt haben, aber gleich ins Menü nochmal. Ja, ihr seid aufgestiegen, genau. Drücken Sie Punkt. Schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich hier wieder 5 Stück. Einmal für. Ich würde sagen, Energie natürlich auch nochmal, oder? Obwohl, erstmal Vitalität ist natürlich auch gut. Da wäre ganz wichtig, wenn wir das so ein bisschen mit hochhauen. Stärke können wir natürlich immer noch machen. Ich würde sagen, da passt das und Fertigkeitenbaum. Würde ich sagen. Schauen wir mal, was haben wir hier? Flüche, würde ich mal sagen. Schauen wir erstmal hier bei den Flüchen. Was haben wir auf B? Könnte ich das hier nehmen? Brauchen wir in Stufe 18, okay. Geht anscheinend auch nicht. Das auch noch nicht, okay. Das hatten wir auch noch nicht. Was ist das? Schwächen. Verflucht eine Gruppe von Gegnern und reduziert so ihren verursachten Schaden. Ja, würde ich sagen, nimmer. Und einmal zuweisen auf. Ja, machen wir auf R. Erstmal, wenn ich jetzt R drücke. Ja, natürlich ein neuer Zauber. Ja, aber schon 3 Zauber in dem Sinne plus unser Skelett hier sogar. Was man beschwören kann, sehr cool. Ich glaube, das ist sogar der Weg zu dieser Höhle, denke ich mal. Wo wir gerade lang rennen hier rum. Oder unterirdischen. Sondern den unterirdischen Durchgang da noch.
Ja, da sind wir hier wieder okay bei der kalten Ebene. Ja, ist nicht schlimm, aber wir haben zumindest so gesehen, wie gesagt, auf jeden Fall Level Up erreicht. Hier ist sogar nochmal ein Ding nochmal mit. Und könnten sogar nebenbei sogar weiter leveln. Um weitere schöne Talente freizuschalten und so. Wo war das Skelett gerade eben hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier, okay, da sind noch ein paar mehr. Ja, wie gesagt, ich werde natürlich dann schauen, privat, also wenn ich offline bin und so, wegen der Karte, dass ich die irgendwie wieder aktiviert kriege, warum auch immer die jetzt weg ist. Ja, wir sind dann nur online gegangen, dann war die Karte weg und die ganze Welt einmal auf den Kopf gestellt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist natürlich ärgerlich, wenn die auf einmal weg ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich sogar. Jetzt die Frage, sind wir hier nicht von unten rumgerannt? Ich glaube ja, ne? Übrigens, was haben wir da unten? Jochem hat sich eurem Kampf gegen das Böse angeschlossen. Ich sehe gerade, es ist sogar gerade jemand online reingekommen hier gerade. Ja, nice. Der erste Mitspieler. In dem Sinne hier sogar. Ein Jochen. Das heißt, wir sind jetzt online. Der Jochen ist mit drin. Jochem. Frage ist natürlich nur, wo er ist. Ich denke mal im Spiel, ja, da ist auch ein eigener Chat. Wie kann man den dann nutzen? Das wäre natürlich auch so eine Frage. Ja, somit das erste Mal sogar online, beziehungsweise der erste Mitspieler. Frage wäre, wo kann man hier schauen? Wenn man guckt, Questlog sind wir immer noch. Da ist er einmal hier. Mit Stufe 89 hat er sogar schon hier. Barbar ist er. Der Jochem, okay. In eurer Gruppe? Lagerjägerin ist er im Moment. Ah, okay, ich würde sagen. Portal kann ich im Moment aktivieren, dann würde ich sagen, machen wir mal. Und schau mal kurz, er ist auf jeden Fall im Lager, okay. Müssen wir mal schauen. Müsste er hier irgendwo rumrennen. Also im Spiel, wie gesagt, kann man da irgendwie auf jeden Fall auch Spielchat aktivieren. Müsste ich auch noch rumschauen, dann. Da ist er einmal, nice. Ja, somit unser erster Mitspieler hier sogar, der Jochen. Aber, ja, ich sehe gerade von der Zeit her reicht das eigentlich gerade nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich würde natürlich sehr gern machen. Problem ist, ich muss immer zurück. Ja, der Part ist sogar schon ein paar Minuten drüber in dem Sinne. Ich muss hier in dem Sinne eine kurze Pause einlegen. Muss zur Stadt zurück. Schrieb der Jochen noch. Ist sogar ein deutscher Mitspieler. Oh, nice. Wie kann man dann im Spiel chatten? Das ist gerade so meine Frage. Das wäre jetzt so die einzige Frage, die ich gerade hätte. Wäre jetzt mal Schau, Charakter, Spielchat. Haben wir irgendwas vom Spielchat? Optionen, Nachrichten, Logbuch haben wir hier. Menü schließen könnte ich hier nur, okay. Aber man muss doch irgendwie im Spiel doch irgendwie chatten können. Weil der Jochen hat gerade geschrieben, muss zur Stadt zurück. Das heißt, irgendwie muss ich doch pausieren können. Beziehungsweise im Chat schreiben können. Hier sehe ich nur Gameplay. Irgendwas stand hier vorhin auch mit dem Chat und so. So Chatgröße konnte ich hier einstellen. Ja. Zugänglichkeit. Benutzerinterface habe ich hier noch. Helft mir. Text auf Lebenskugel anzeigen. Punkt, 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 Punkt. Hier, Chat-Schriftgröße habe ich auch groß gestellt. Wie kann man im Spiel chatten? Das ist gerade die Frage. Untertitel, alles aktiviert, eigentlich so wie vor. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man im Spiel chatten kann. Nachrichten, Logbuch, alles mit drin. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Unten sehe ich nur. Was stand da eben gerade noch? Ihr seid einander freundlich gesonnen. Menü schließen. Freundesliste habe ich da noch. Und verlassen könnte ich jetzt nur. Super. Hilfe, schreibt der Jochen gerade im Spiel. Okay. Ärgerlich ist, wie gesagt, ich muss den Part beenden, da wir über eine Stunde drüber sind. Und würde hier gerne den Chat irgendwie aktivieren, aber es geht irgendwie nicht. Ne? Ärgerlich, weil der Jochen ist natürlich gerade reingekommen. Jetzt natürlich gerade möchte mitzocken.
Ja, was wir eigentlich auch schon die ganze Zeit möchten, sind 20 Minuten in dem Sinne. Muss auch schauen. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause, dann machen wir gleich noch einen vierten Part, wo wir auf jeden Fall ja komplett online zocken. Der Jochen ist ja drin. Das heißt, kurze Pause, 5 bis 10 Minuten und dann geht es auf jeden Fall gleich weiter. Ja, bis gleich dann.